Mit dem Beginn des neuen Kindergartenjahres 2012 sind nun die Kindergärten Bad Gastein und Böckstein im neuen Kinderzentrum Bad Gastein untergebracht. Nach einer Bauzeit von 14 Monaten konnte das Objekt seiner Bestimmung übergeben werden. Da die Sanierung des alten Kindergartens sowohl in Bad Gastein als auch in Böckstein dringend nötig gewesen wäre, entschloss sich die Gemeinde, gemeinsam mit der Salzburg Wohnbau zur Errichtung eines zentral gelegenen Kinderzentrums. Ja, das waren eigentlich mehrere Gründe. Einerseits haben wir in Bad Gastein und in Böckstein zwei alte, sanierungsbedürftige Kindergartengebäude gehabt. Und das Zweite ist, dass die Gemeinde Bad Gastein in den letzten Jahren das Kinderbetreuungsangebot massiv ausgebaut hat, vom klassischen Kindergarten ausgehend in Richtung Krabbelgruppe, alterserweiterte Gruppe, Schulkindgruppe. Und um dieses umfassende Angebot von 1,5- bis 10-Jährigen weiterhin und verbessert anbieten zu können, ist der Bau eines neuen Gebäudes hier am ehemaligen Platz des Kindergartens Bad Gastein notwendig geworden. Im Objekt finden drei Kindergartengruppen, eine Krabbelgruppe, eine alterserweiterte Gruppe und eine Schulkindgruppe Platz. Also das neue Haus, das erfüllt alle unsere Wünsche. Wir waren auch von Anfang an in der Planung mit einbezogen. Es ist wirklich ein Traumhaus, muss ich sagen. Wir fühlen uns wohl, man kommt herein und fühlt sich eigentlich schon wohl. Die Kinder gefällt das auch gut und gegen einen alten Kindergarten ja einfach kein Vergleich. Es ist ganz anders, eben ein Standard. Wir haben einen Beamer, wir haben eine Leinwand, es ist alles da. Wir haben Fernseher und es ist einfach perfekt. Für die Kleinen bietet das neue Kinderzentrum mit Gruppenräumen, Bewegungsräumen, einem Speisesaal, Spielterrassen und Spielbalkonen und einem großen Außenbereich viel Platz zum Spielen, Toben und Lernen. Und wie es dann geheißen hat, ja, wir kriegen einen neuen Kindergarten, da waren wir natürlich alle sehr aufgeregt. Und ich war dann zwar in Karenz, habe aber auch noch ein halbes Jahr im Containerprofessorium gearbeitet. War auch toll, natürlich was ganz was anderes für uns und für die Kinder. Und jetzt war aber die Freude riesengroß, wie wir da ins neue Haus einziehen haben können. Und das ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu vorher. Also wir haben große Turnsäle dabei, wir haben in jeder Gruppe einen eigenen Sanitärbereich, wir haben Kammerl zum Basteln, wir haben einfach viele verschiedene Ausweichmöglichkeiten und es ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Also es gefällt uns wirklich super. Und was gefällt den Kindern? Ich bin der Daniel und mir gefällt der Busroller im Garten am besten. Im Puppenstube. Nach den Plänen des renommierten Architekturbüros Kofler Architects errichtete die Salzburg Wohnbau das Kinderzentrum. Neben der beeindruckenden architektonischen Lösung wurde auch Wert auf Energieeffizienz gelegt. Ja, die Heizung läuft hier in Bad Gastein mit Thermalwasser. Das Thermalwasser, das hier zur Verfügung steht, wird für die Gebäudeheizung verwendet. Das ist eine Besonderheit hier in der Region, wo das Thermalwasser in der freien Natur zur Verfügung steht und wird hier für die Gebäudeheizung verwendet. Weiters besitzt das Gebäude eine kontrollierte Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Dies hat den energetischen Vorteil, aber auch den Vorteil der enormen Lufthygiene. Die Kinder, die eine gute Luftqualität benötigen zum Spielen und zum Lernen, bekommen diese durch die manuelle und automatische Lüftungsanlage. Die Gemeinde Bad Gastein kann zu Recht stolz auf ihr neues Kinderzentrum sein. Das gesamte Mitarbeiterteam, Eltern und vor allem die Kinder fühlen sich darin sichtlich wohl.